Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum vorletzten Türchen des My Fishing Box Adventskalenders. Genau. Jetzt ist es wirklich fast geschafft. Noch zwei Türchen, also heute und morgen, und dann ist es geschafft, dann ist es vorbei. Dann hat die Unboxerei endlich ein Ende. Also endlich ist eigentlich auch nicht so schön, weil eigentlich macht es ja auch Spaß. Aber es ist schon doch eine ganze Menge Arbeit, euch so viele Videos hier zu produzieren und zu zeigen. Dafür muss ich mir jetzt erstmal selber danken. Und dann würde ich mal sagen, starten wir einfach mal mit Türchen Nummer 23. Schön blöd. So, ein bisschen kleineres Türchen heute. Auf jeden Fall was für den gemeinen Barsch. Und die Klapperschlangen sind los. Okay, irgendwas von Lure-Fans. Klingt auf jeden Fall nach einem Hardbait, würde ich mal sagen. Und dann schauen wir doch mal. Genau, ui. Rattlesnake. Geile Farbe hier auf jeden Fall. Sieht man das, wie schön grün der so aussieht? Also so grün-gelb. Geil. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Kriege ich wie immer nicht auf. Warte, ich muss mal den Kalender hier ein Stück beiseite räumen. Das ein bisschen ansprechend hinlegen. Messer auf und los geht's. So geht's gut. So, also 40, das ist wahrscheinlich 40 mm lang, würde ich jetzt mal sagen. Auch wenn ich jetzt... da steht nichts weiter drauf. Na, was soll auch noch groß draufstehen, ne? Ach doch, 7,5 Gramm und Sinking. Ja, ist klar. Also wenn der nicht sinkt, dann weiß ich ja auch nicht. Oh, hubala, hat es ein bisschen komisch geknackt. Das ist das gute Ding. Also, wir hatten ja in einem anderen Adventskalender in diesem Jahr schon so ein ähnliches Modell. Also, wie heißen die nochmal? Ein Blade Chat? Wie heißen sie denn? Ach, ich glaube, sowas in der Art war es gewesen, genau. Hier oben haben wir jetzt zwei verschiedene Löcher, wo wir den einhängen können. Oh, der sieht echt cool aus, oder? Der sieht echt cool aus. Eine echte Barschwaffe hier wahrscheinlich. Kann sowas so voraktiv sein? Nö, ich glaube, das reflektiert nur hier das Schwarzlicht. Das, glaube ich, ist nicht so voraktiv. Aber geil, sieht toll aus auf jeden Fall. Coole Sache. Genau, von Lure-Fans hier. Rattlesnake. Genau, die Klapperschlange. Aber Rattlesnake ist, glaube ich, nicht die korrekte Übersetzung, oder? Rattlesnake, Klapperschlange. Also, wenn man so ins Deutsche übersetzt, wahrscheinlich schon. Aber das, der echte deutsche Begriff für Englisch Klapperschlange ist wahrscheinlich ein anderer. Das ist ja auch egal. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns morgen noch zum letzten Türchen bei diesem Kalender. Und da bin ich schon mal sehr gespannt. Das sollte ja hier nochmal ein Highlight werden. Mangelt den ganzen anderen Highlights, die wir hier schon hatten. Und ich freue mich auf morgen. Macht's gut. Bis dann. Euer Lemmy.